Hallo, da sind wir wieder bei unseren erfrorenen Freunden. Ja, wir haben schon in der Zwischenzeit jetzt mal gerätselt, weil ja die Synth war eigentlich, man denkt ja nicht, dass die mit dem Flugzeug fliegen, so mit so einer Pass mal Ausrüstung hier. auf, dass du nicht spoilerst jetzt, ne? Ja, alles Wegen der gut. Story eigentlich jetzt. Aber wir könnten denken, dass die vielleicht. Okay, vergiss es. Wir gehen. Ich hab's jetzt nicht herausgefunden, wie ich das sagen kann, ohne zu spoilern. Ja, das ist schon traurig eigentlich. Nicht mal 500 Meter, 50 Meter, wir hier grün. Naja. Hätten sogar noch baden gehen können, theoretisch. Ja, gut, hier würde ich aber nicht baden, hier schneit es ja noch. Alles Schneien gefällt mir, das ist schön gemacht. Kommen wir hier rüber? Schon, oder? Ja, hier kommen wir rüber. Komisch, dass ich jetzt hier kein Leben verloren habe. Das War nächste haben wir doch Pflicht. noch eine Kleinigkeit gefunden. War zwar nicht viel, aber so ein kleines Easter Ja, Egg war zwei das schon. Snacks und eine Soda, immerhin. Also, kann man das als Easter Egg bezeichnen, wenn das so zwei erfrorene Leute sind? Eher nicht. Eigentlich Weil nicht, es ist ne? eigentlich nicht schwer, sag ich mal, die zu finden. Easter Egg wäre es echt, wenn wir hochklettern und dann da zwei wären Ach, dann hier ist die Wand vielleicht. wieder. Ach so, okay. Schade, weil die Ja. Wand würde ich da gerne hochklettern. Oh, hey, wie bin ich jetzt hier reingekommen? Hä? Alter! Wenn wir da irgendwie hoch können. Sag jetzt nicht. Nein, ich bin im Berg. Oh Gott. Warte, ich mag da nochmal reingucken. Ganz vorsichtig. Alter. Hallo. Hä? Berg ist aber Klasse. ganz schön hohl, du. Erinnert mich an was. Ja, Siehst du gut. mich noch? Ja, du stehst einfach mal mittendrin. Ich gehe noch ein Stück rein. Ich kann Du hier gehst hoch. gerade hoch. Ja, ich gehe. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich da festpacke. Also ich gehe mal zurück. Ich will es eigentlich nicht provozieren. Kann man hier so ein Stück für. Alter, ich. Da hochklettern vielleicht? Nee, geht nicht. Hier am Rand entlang gehen? Nee, hier hört's auf. Ich riskiere es nicht. riskieren es jetzt lieber nicht. So, jetzt hier runter, dann da runter und dann wieder hier. Sehr schön. Oh ja. Vogel! Vogel? 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 Vogel! Vogel, 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 Vogel. Drehst du dich da auch einfach wie ein Wahnsinniger und drückst die ganze Zeit eh, wenn du einen Vogel erwischst? Weißt du, was mir gerade auffällt? Weil wenn man am Erfrieren ist, die Lebensleiste wird unten so ganz hellrot. Ich kann mir vorstellen, dass das dann die Körpertemperatur irgendwie darstellen soll. Wenn Ach dann ja, ich die weiß, was du meinst, ja. Lebensleiste Das dann ist so. komplett hellrot wird, dass man dann wirklich... Ich glaube, das ist der Indikator dafür, könnte ich mir Ja, vielleicht, vorstellen. dass das so, dass dein Blutgerinnsel dann so frieren oder so, weißt, dass die Ja, Dinge irgendwie so sowas halt irgendwie. dünner werden, weißt du, und dann den Blutbahn. Ach, hier wäre so ein perfekter Das soll Eingriff. einfach. Ja. Oder hier, Alter, so perfekt. Direkt hier so. Ach man, das ist schon ärgerlich. So ein schöner Da würden Eingang wäre ziemlich viele nice. reinpassen, ey. Ja, oder hier. Auch wenn das nur so ein ganz kleiner Raum wäre, einfach irgendwas. Ja, so ein ganz kleiner, ja, so ein winziger Raum, einfach nur, wo du reingehst und dann von mir aus Ja. da wieder zwei Leichen drin sind. Das wäre schon was, ja. Wäre schon nice, ja. Menno, Menno, Menno. An meine Ausdauer, die geht ganz schnell flöten, irgendwie. Ich finde, die Hasen hier sind nicht so schnell, ne? Da stehe ich direkt daneben. Ich treffe sie zwar nicht unterm Schlagen, aber. Ja. Aber die, da kannst du ziemlich lange daneben stehen. Kommen hier hoch? Ey, ich will da hoch. Low Energy, ja, dann. Bin oben. Kann es sein, wenn man friert, dass man auch schnell Ausdauer verliert? Ich glaube schon, Das kann ne? sein, ja. Hey, wie bist du da hochgekommen? Ah, einfach die ganze Zeit leer hast du gedrückt. Also nicht geklettert, sondern einfach nur gesprungen. Oh. Ist oben irgendwas? Na, bis jetzt nicht. Ich kletter gerade die Wand hier hoch. Ich habe immer Angst, dass die unsichtbare Wand kommt. Jetzt bugge ich so wie du fest. Ich muss wahrscheinlich noch einmal klettern. Ja, oder? Ah, ich weiß nicht. Ich kletter einfach weiter. Na, ich. Hallo, du musst doch gar nicht klettern. Hallo, ich kann hier einfach hochlaufen. Ja, aber meine hat so rumgebackt wie bei dir vorhin. Weißt du, so dass ich Du geflogen bin. konntest den gesamten mit. Ja. Ah, hier ist wieder schön. Da geht's wieder flach runter, ne? Dam, 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 dam. Dam, Oh, hier dam, kann man dam, hochklettern. dam. Aber hier wird's dunkel. Ich hab so das Gefühl, gleich landen wir in der Höhle.
Schön Ich lass dich erstmal ein bisschen hochklettern, dass ich dich wiederbeleben kann, falls du da oben wär's. jetzt runterfliegst. Ja, mach das. Boah, ich sehe das alles schwarz hier gerade. Alter. Oh, jetzt glätte ich auch mal. Bist du so weit oben? Alles ist hier dunkel, ich sehe hier gerade gar nichts. Ja, das war bei mir auch so. Wetten, wir sind oben angekommen, dann direkt dort, wo wir stehen, ist eine Wand und dann lassen wir los und dann rutsche ich den restlichen Berg wieder runter. Oh, ich habe dich ganz schön eingeholt. Ja, weil meine Ausdauer irgendwie ganz unten ist und die lädt sich auch nicht mehr auf. So. Dieser Blick ist ein bisschen traurig. Das ist so. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Jetzt bin ich so ein bisschen leicht enttäuscht für diesen Ausblick hier. So eine richtige schöne Linie. Alter, ja, genau, die So Linie. direkt einfach so mal hier ist Ende, Voll weißt du so. die Skybox irgendwie. Das sieht mir richtig, Ja. dass du irgendwie. Ah, oh, nee. Ja gut, es ist eine Alpha, ne? Also Ja. ist eh schon ein Wunder, dass wir hier Ich hochkommen. glaube, das ist auch gar nicht Ich gewollt. glaube, hier ist die Wand. Oh, okay. Dann halt nicht. Wo war jetzt der Absatz? Warte, hier. Nein! Oh Gott. Nein! Ich hab die ganze Zeit so Schiss, Mann. Alter, Oh, Gott sei tiefst, Dank. dass er runter geht, ne? Ja, die Weitsicht, die ist, ja, lässt sich wünschen Nicht übrig. so prickelnd. So, dann. Auf nach unten wieder, hm? Mal schauen, wer als erstes runterfliegt. Hört sich aber cool an, das muss man schon sagen. Ja. Das Klettern selber ist ein bisschen chaotisch, also weil man nichts sieht, beziehungsweise so gegen die Wand starrt irgendwie so. Okay. Ja gut, halt im echten Leben ist halt Ja, einfach. ich weiß schon, deswegen, es ist halt Man wirklich ist noch halt aus nur der gewohnt, Ego. sag ich mal, in Third Person zu klettern, wie in Assassin's Creed oder so. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, es ist ja noch in der Ego-Perspektive, da ist es irgendwie normal, dass man irgendwie nur nach vorne guckt. Aber naja. Ach Oh, Alter, Mann, ist lava der wie Boden. lang dauert denn das noch? Das ist so neblig, Mann. Es hat so beschissen ausgeschaut, na. Ich glaub's dir. Komm jetzt, gehen wir mal. Ja, gut, das ist da lang. Alter, es sieht aus, als wärst du ewig weit weg. Du bist so klein irgendwie, so mini. Naja. Ich will halt Klein, wirklich na, am aber Rande der klein. Map. Also hier ist wieder die unsichtbare Wand. Oder kann ich wieder da durch, so irgendwie? In der Ecke. Ja, der Fels sieht schon so aus, als könnte man nicht hoch. Alter, das wäre so geil, dort zwischen den zwei Bergen entlang laufen. Das wäre so Hammer. Hey, ich kann ja klettern. Oh Gott. Wollen wir eigentlich jetzt wirklich auf jeden einzelnen Berg hochklettern? Ich Jede weiß nicht. einzelne Möglichkeit nutzen? Ja, also ich würde es jetzt eigentlich schon gerne machen. Aber es ist halt für die. Alter, wieso will ich schon wieder leben? So hoch war das nicht, Mann. Es ist doch zum Du Heulen. hältst einfach nichts aus, Das Schwächling. ist zum Piepen, echt. Ich würde es halt schon privat gerne machen, aber für die Aufnahme ist es vielleicht ein bisschen langweilig, vor allem die Kletterpassagen nicht. Dann würde ich selber wahrscheinlich, wenn ich das Video gucken würde, auch irgendwie so, oh, machen wir mal so eine Minute vor, bis ich oben bin. Ja, das ist halt das Problem. Aber was mir gerade auffällt, der Wind auf dem Berg hört sich anders an als auf dem Meer. Das ist schon mal ganz cool. Okay, Na, dann hier müssten oben. Sie aber schon davon ausgehen, dass da mal jemand hochgeht, ne? Wenn das sich so anders anhört. Ist dir noch nicht aufgefallen irgendwie so, Doch dass der jetzt, Wind ja, irgendwie jetzt jetzt wo du nicht sagst, echt. doch. Der pfeift das so richtig Ja. anders, irgendwie der. Nicht so wusch und so. Alles, also glaube ich, bin ich gleich außerhalb der Karte wieder. Na, da ist der andere Strand, jetzt mal auf der anderen Hälfte, auf der anderen Seite. Ich bin auch Uah. oben. Ah, das sieht ja richtig traurig aus. Also dieser Himmel-Cut hier, das sieht echt traurig aus.
vielleicht finden wir Bigfoot oder sowas. Alter, das wär ein Easter Egg. Das wäre ein Easter Egg, ja. Naja. Sollen wir hier runterklettern? Kann man hier runterklettern? Ich kann hier runterklettern, glaube ich. Ah ja, stimmt. Ja, aber ich glaube nicht, dass es da irgendwie... Nee, ich gehe auf der anderen Seite runter. Da, wo ich den Strand sehe. Hier, oder wie? Ja, da irgendwo. Na gut. Es geht nicht. Da. Und runter geht's mit mir. Yay. Nein! Ich habe echt Angst, dass ich irgendwo mal runterflieg. Alter, verdammt. Ja, manchmal lässt er einfach, wenn die Kante doch zu krass ist, dann lässt er einfach los. Ja. Was ein bisschen komisch ist, weil wenn du so auf den Boden gehst, dann musst du nochmal drücken. Ich sehe schon wieder so einen Vorsprung. Ja, nein! Oh Gott! Boah, Alter, ich dachte, ich rutsche jetzt und bin zu weit von der Mauer entfernt. Es war jetzt wirklich so... Weil er ist so gerutscht, weißt du, er hat losgelassen, dann ist er so gerutscht und dann so weg von der Mauer. Also ein paar hundert Meter, die man da hochklettern immer, ne? Ja. Oh Gott, oh nein. Du bist aber schon Vorsprung. Oh Gott, aber das geht. Wenn der Vorsprung nach innen geht, geht's eigentlich. Wo bin ich hier? Ach, jetzt sind wir hier, okay. Ich glaube, die Dingwelt haben wir ordentlich. Mal kein Leben verloren. Ja, das ist klar, dass du wieder kein Leben verlierst. Ach, du bist da hinten erst gelandet. Wie komme ich hier? Ach, das ist nicht hoch. So, sogar ich habe kein Leben verloren. Was ist hier dann? Hier geht's. Ach so. Da geht's tief runter zum Strand. Ja, wollen wir dann über den Strand jetzt wieder zurück irgendwie? Ja, eigentlich schon. So, einmal um die Map rum, da haben wir das schon mal. Aber ich würde gern. Hier kann man nicht klettern, das ist ein bisschen blöd. Hier bräuchten wir halt jetzt so ein Seil oder sowas. Hm? Kann man hier von Vorsprung zu Vorsprung oder so? So hoch ist das eigentlich nicht, man überlebt das schon. Ja, überleben wird man schon. Da gibt es genug Vorsprünge. Ja, aber dann wird man ein Leben verlieren. Ich springe jetzt einfach runter. Mach das. Kommst du mit? Nein. Na gut, ich bin jetzt unten. Ich bin am Strand jetzt einfach und gehe dann langsam wieder zurück. Ich gehe hier entlang, also auf diesen Vorsprung und dann hier und ich habe kein Leben verloren. Wunderbar. Ich habe auch kein Leben verloren. Ach laber, Mann, das war voll hoch, Mann. Da waren aber genug Vorsprünge. Also, komm, sind wir wieder hier. Hörst du schon wieder schreien? Oh, meine Güte. Ja, oh, 5 Stück leuchten. Oh, komm, sind wir wieder hier. Sollen wir nochmal in die Ecke gehen vom Strand? Oder eher nicht? Ja, machen wir es einfach mal. Der eine rennt hier hinterher. Bis ganz zum Punkt, vom anderen, zum anderen Punkt der Map. Von, weißt du, so die Ecke. Müsst ihr gerade alleine wieder kämpfen? Ja, das macht nichts. So, 2 sind weg. Ja, hier merken wir uns schon wieder, dass sie sich für die Grafik hier in der Ecke nicht mehr besonders interessiert haben. Das sieht man jetzt richtig auch am Wasser. Hier ist einfach gar nichts, ne? Einfach null. Das ist einfach nur so ein. Ne? Schau dir das Wasser an, das sieht schon mal nicht schön aus, ne? Ja, das sieht jetzt. Einfach nur wie so ein schwarze Pampe aus. Vielleicht ist es Öl vom Flugzeug. Oh Gott, wenn du tauchst, ist einfach nur schwarz. So. Na, ich glaube, das sind so. Ich glaube, das ist so der Grundgerüst. Weißt du, so einfach Bats, Meer, das. Und dann haben es halt so Feinschliffe gemacht. Ja, dann haben es halt erst die Effekte und. Genau. Ja, halt einfach schön gemacht. Und hier ist halt vor uns da gerade Licht. Ah ja, das ist ja wieder so ein Typ hier. Sollen wir hier nochmal ein Lagerfeuer machen? Ja, gute Idee. Ich hab wieder Hunger und Durst. Hunger und Durst. Ach, ich hätte ja aber meine Bären noch zum Essen, fällt mir gerade so auf. Ah ja, gut, dass du das sagst, ich vergesse das nicht. Sollen wir die essen jetzt oder machen wir ein Lagerfeuer?
Ah, ich esse mal schon die Beeren. Wie viel bringt das? Oh, na gut, da müssen wir viel essen. Na. Aber man bekommt Ausdauer zurück. Ja, ordentlich. Ja, 10 Beeren ist der Magen wieder voll. Passt schon. Ja, ich mache meinen Magen jetzt mal nicht voll, aber ich mache ihn so, dass er nicht. Und trinken bringt es auch was. Das ist das Schöne. Es bringt Trinken, Essen und Ausdauer. Es bringt einfach alles. Ja, Beeren sind. So. Zähnchen. Ein Stein. Ja, schauen wir, vielleicht finden wir ja noch was Schönes an diesem Strand, wenn wir jetzt hier nach Hause gehen. Vielleicht. Komisch, aber ich friere jetzt wieder, aber mein Lebensbalken ist wieder komplett rot. Na. Nee, ich friere gerade nicht. Ich sehe da hinten irgendwas Oranges, aber ich kann das nicht. Ja, da sind wieder Eingeborene da unten. Ja, mach noch Licht. Ja, da oben ist Orange, siehst du das? Das sieht aus wie Zelte, glaube ich. Auch so viele irgendwie. Können wir mal hinschauen. Egal, da können wir übernachten. Das wäre jetzt schon. Warte, ich nehme mal wieder Sticks. Ich habe da letztens das Lagerfeuer gebaut. So. Und das Orange sind Büsche. Toll. Büsche. Na, oh, komm, ihr habt uns verraten, Büsche. Die Büsche waren auch ganz schön hell, du. Ja, bestimmt schon. Dort ist ein Totem oder so. Ist das ein Totem oder was ist das? Ich glaube, das ist ein Totem, ja. Aber hier auf der Seite vom Strand ist irgendwie überhaupt nichts. Das habe ich noch nie gesehen. Dieses Totem, hast du das gesehen? Nee, das ist. Das ist mit irgendeinem Tier oder so. Krass. Ja, machen wir es auch mal kaputt. Kannst du dich kaputt machen? Ich auch nicht. Ja, was ist das? Das ist doch kein Totem von denen, oder? Ich bleib hängen, aber ich kann es nicht kaputt machen. Hm. Ich bleib nicht mehr hängen. Achso, ja, wenn du dagegen läufst, halt, ja. Hä? Hey, okay. Das ist irgendwas anderes, von irgendjemand anders, glaube ich. Das ist nicht von den Eingeborenen, beziehungsweise Mutanten oder... Ja, es sieht aber so aus, als wäre das irgendwie so ein großer Bärenschädel oder was weiß ich was. Das ist. Das sieht ziemlich groß aus, das Tier. Oder von Mutanten, das Schädel. Naja, glaube ich nicht. Das sieht zu tierisch aus für Mutanten. Ja. Bin ich mal gespannt, was wir noch so finden, weil das haben wir so noch nicht gesehen, ne? Ja, ist immer interessant. Haben wir wenigstens schon mal zwei Kleinigkeiten gefunden auf unserer Tour. Das ist schon traurig, aber nur zwei. Ich hab mir auch schon ein bisschen mehr erhofft, irgendwie. Jetzt ist die Frage, gehen wir da in der Mitte entlang oder immer noch außen am Strand? Außen am Strand? Oder ist da hinten Zelte? Das sieht nur so aus. Wo denn? Da beim... Ne, warte, das sieht wahrscheinlich nur so aus. Nee, hier glitzert ein bisschen was das Wasser, aber sonst sehe ich da nichts. Ja, klar. Wir können ja mal so bleiben. Strand, ja, wir bleiben einfach mal hier so oben, damit wir den Strand sehen, aber auch sehen, wenn da was oben ist. Dass wir einfach mal komplett um die Insel rumgegangen sind jetzt. So. Ja, da wäre ein Luch. Dass wir nichts ver. Ah, da wäre ein Luch. Ja, nee, hab ich schon gesagt. Ach, meins. Ist schon da. Hab ich den echt nicht aufgesammelt? Doch, ich hab's. Ich habe jetzt einen Lizard-Skin. Achso, ich auch. Hm. Ja, aber vielleicht hatte ich den schon, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe mal in der Wüste. Bei mir war es halt unten zumindest gestanden. Achso, das habe ich gerade nicht nachgeguckt. Das ist nur ein Baum. Und am Strand ist auch nichts, oder? Oh Gott, jetzt wird es langsam der Abhang. Oh, das ist ganz schön tief. Ach komm, irgendwas Tolles will ich hier noch finden. Wenigstens einen Höhleneingang oder so, verflixte. Ja, das ist ein bisschen traurig, dass wir echt gar nichts finden. Also das war, okay, die gefrorene Menschen auf dem Berg, das war wenigstens etwas, aber... Ja. Bisschen enttäuscht, ich hab ein bisschen mehr. So wunderschöne kleine, so kleine Kleinigkeiten, weißt du? So, sowas wie die gefrorenen Menschen hätte ich ein bisschen mehr erhofft. Sowas öfter. Sollen wir jetzt oben lang gehen oder da unten? Unten, oder? Ja. Gut, also ich merke gerade, die Bären halten gar nicht lang an.
Hab schon wieder Hunger. Ja, ich auch. Irgendwas, komm schon, Höhleneingang. Wie viele Höhlen gibt's Mei, eigentlich? mei, Das wäre interessant zu wissen, ne? ich glaube 10 waren's. Oh, gut, dann haben wir ja noch welche vor uns, ne? 10 Höhleneingänge. Ob es dann 10 Höhlen sind, weiß ich nicht. Gibt es ja immer mehrere Eingänge für eine Höhle, das wissen wir ja jetzt schon mittlerweile. Ich habe jetzt 6 oder 7 Höhlen markiert schon, wie ich es auch schaffe. Naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Mal ganz grüne, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Höhle war oder. Naja. Was grün? Wo siehst du da grün? Ganz rechts, da. Neben unserem Haus-Symbol ist was Grünes. Bei mir ist gerade 2 Rehe gespawnt, das ist geil. Bei mir ist ein Eichhörnchen am Strand. Ja. Jawoll. Ja. Zensiert. Ach, wir müssen Folgenschluss machen hier, ne? Ach so, okay. Warte, kann ich das Fleisch mitnehmen? Warte, den Vogel, den erwische ich noch. Ne, kann ich nicht, okay. Jawoll. Ja, so will ich das. So, ja. Oh, da hinten ist noch eine Feder. Warte, die wische ich noch. Ja, so. Okay, gut, und dann machen wir hier erstmal das Folgenende. Dann wir danken fürs Zuschauen. Ciao. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.